Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir sind bei König Rastakhan angekommen und wir sollen ihnen helfen, den Tempel zu verteidigen, bekämpfen. Ich glaube, wir müssen ihn erstmal säubern. Es ist gut, der König läutert die drei Statuen des Rasan. Sandala okay. Für immer. Du hast bestimmt auch eine Aufgabe für uns. Sammelt 10 Köpfe von den Verrätern. Geht! Seid ein Bote meines Zorns. Ich muss zu meinem Loa. Bevor es zu spät ist. Okay. Das ist der Tempel, ne? Der Tempel von seinen Lore. So, da wollen wir mal den Tempel mal hier reinigen. So, zack. Kommt her hier. Ich hole mal auch gleich von da hinten. Dich holen wir auch. Euch holen wir gleich alle zusammen hier. So, zack. Oh, der Tempel frei. So eine Zusatzaufgabe. Das ist schön. Die werden wir natürlich gleich mitmachen. Ich brauche ein Ziel. So, dich werden wir auch befreien. Auch. So. Oh, die Statue. Die wollen sie, glaube ich, irgendwie verpesten oder irgendwas haben sie mit der vor. Zack. Auch befreit. So. Wo ist denn die nächste? Die ist dahin. Dann kämpfen wir uns also hier durch. Ziehen wir mal ein paar mehr zusammen. So, zack. Machen wir mal einen Trank. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zack. Der nächste, der tot ist. Zack. Heilen wir uns mal. Die Vögel. Attacke, die Vögel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Kein Problem für uns, haben wir auch mehrere Pullen. So, dann werden wir mal ein paar Dinos befreien. Mit immerhin 6%. So, sehr schön. Hier war irgendwo ein Kraut. Ein Kraut. Da, ein Kraut an der Wand. Ein Kraut an der Wand. Sternmoos. Sehr schön. So, dann wollen wir dich mal mitnehmen. Ich bin außer Reichweite. Dich mal mitnehmen. Dich mal mitnehmen. Eigentlich alles mitnehmen, was hier ist. So, zack. Oh, wir haben das Orde-Symbol über den Kopf gehabt. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir werden es gleich sehen. So, das können wir nebenbei mal hier machen. Ich brauche ein Ziel. So, sehr schön. Da haben wir die Köpfe schon erledigt. Zack. Zack. Hier vorne ist auch noch wieder irgendwo was. Hier. Ein bisschen Kraut. So, da mounten wir mal auf. Ihn lassen wir auch noch frei. Aber wir schon 70% haben. Die vier da oben auch noch. Befreit. Dich holen wir auch. Müssen wir sie einzeln oder alle auf einmal? Sehr schön.
Boom. Ich habe kein Ziel. Du hast genug Ziele. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, euch befreien wir auch nochmal. 2% noch, das ist okay. Dann werden wir die letzte Götzenfigur läutern. Die ist da oben. Na komm, laufen wir gleich da rein. Jetzt kommen sie wieder alle. War kein Problem für unseren Hund. Für Samwise Gamgee. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So, zack. Was willst du denn? Die bringen, glaube ich, gar nichts, ne? Es bringt nur was, wenn wir die Leute befreien hier. Ich brauche ein Ziel. Ah doch, hat was gebracht. So. Das ist zu weit entfernt. Das hat auch schön Erfahrungspunkte gebracht. Zack. So, da oben gehen wir die Aufgabe. Das werden wir natürlich auch noch gleich machen. Ah, du greifst das natürlich auch an. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Da ist er, der König. Oh, sein Lor. Braucht ihr Schutz? Ich dien den Sandalari. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Der wird doch wohl nicht sterben, sein Lor. So, den töten wir als erstes. Komm her hier. Ich bin die Verkörperung der Macht. Ach, das sagt ihr die ganze Zeit, dass ihr die Verkörperung der Macht seid. Aber bisher habt ihr noch nichts gebracht. Wir sind, glaube ich, diesen Eddo noch nicht einmal gestorben, oder? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Schwach. So, haben wir. Dann brauchen wir noch einen. Den Kollegen da hinten. Die Kiste? Wo ist denn die Kiste? Ich glaube, die ist. Wo ist denn die Kiste? Wir holen uns erstmal kurz die Kiste. Das hat ja noch kurz Zeit. Wo soll denn die sein? Hier ist auf jeden Fall nichts. Wo ist denn die Kiste? Ist die da oben? Hier ist auf jeden Fall nicht. Ach Mensch. Ihr nervt. Zack. Ich brauche ein Ziel. Gut, dann machen wir das mit der Kiste. Blind. Auf dem Bildschirm scheint auch voll die Sonne auf, dass ich nicht viel sehe. Naja, egal. Filmen wir später auf jeden Fall nochmal. Spürt den Zorn des Sturms! Ach. So. Zack. Und besiegt bist du. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Tausend Siege. Hier soll auch irgendwo was sein. Hier war doch gerade was. Da. Das Kraut nehmen wir mit. So, ab zu König Rastakhan. Ihr steht vor König Rastakhan. Diesen Frevel wird er bitter bereuen. Die Chukaresan. Zul hat euer Kommen vorhergesagt. Alles passiert so, wie er es prophezeit hat. Der versteckt sich hinter Resans Macht. Ich hol sie mir zurück.
der hat noch ein bisschen mehr Leben. Ihr seid schwach ohne den Loa. Gebt ihm den Rest. Natürlich. Zack. So, bam. Und er ist besiegt. Ah, 10% noch nicht so schnell. Jetzt. Ich hab mein Teil getan. Großer Loa, seid ihr noch am Leben? Ich befreie euch aus den Ketten hier. Willkommen in Zul'Dazar. Kommt, kleiner König, lasst uns diese Ketzer zerstampfen. Ja, Rezan lehrt sie, die Macht von einem Loa zu respektieren. Kommt und schaut. Gut. Sollen wir, kommt aus dem Tempel. So ergeht's jedem, der sich dem großen König widersetzt. Er ist ein begeisterter Jäger. So kann man es auch ausdrücken. Wo sind sie denn jetzt hin? Okay, da oben. Dann gehen wir nochmal die Aufgabe ab. Oh, jetzt sind wir doch hier. Was wollt ihr, Kind Rastakhan? Eure Feinde attackieren eure Grenzen. Euer Rat fordert euch heraus. Eure Freunde haben versucht, euch umzubringen. Man hat euer Blut geleckt. Ihr müsst euch also fragen, seid ihr König oder Beute? Ich bin weich geworden. Viele haben versucht, mich zu warnen, wie meine Tochter. Aber ich habe nicht zugehört. Aber ich schwöre euch und auch unserem Gast der Horde hier, ich werde nicht ruhen, bis ich Suhls Kopf hab. Okay. Es ist gut, der König zu sein. Rezan verleiht euch Stärke. So. Gucken wir mal. So, wir haben wieder einen Aufstieg und können wir wieder ein Talent verteilen. Also, gut, das war ja viel. So, da haben wir das auch abgeschlossen. Das ist sehr schön. Wir müssen wieder zurück. König oder Beute, okay. Wir werden mal unseren Ruhestein nutzen. Da können wir weiter später machen. Dann kriegst du das auch neu aufgeploppt. Erstmal nehmen wir den Ruhestein. Und dann würde ich sagen, ach, die können wir auch noch abgeben bei Brain. Es gibt viel, das wir von den Stämmen des Hochwerts lernen können. Okay. Die Erdenmutter behüte euch. Ja, dich auch. So, aber dafür endet jetzt heute schon die Folge ein bisschen früher. Ich muss noch ein bisschen was anderes machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen, müsste morgen wieder sein, zu der nächsten Folge zu Let's Play WoW mit den neuen Addon BFA mit unseren Hordejäger. Ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.